Was war jetzt die Aufgabe? Nächste Quest. Wir sollen Bram fragen, das Pflanzen in die Karte fertigzustellen. Okay, dazu müssen wir ihm vielleicht sein Gericht erstmal bringen. Wir haben noch kein Geld. Und noch Zwiebeln. Die Quest haben wir jetzt auch verkackt, oder? Bring Kalebs Geld zu Erdegarn, um seine Schuld zu begleichen. So noch Geld verdienen irgendwie. Es wird nicht leicht. Mit Napopon müssen wir auch noch reden. Schauen wir mal. Erstmal mit der Hauptquest weiter. Ach so, hier bist du, Kollege. Nee, bist du nicht. Wussten Baram. Bram, so heißt er. Wenn man ihn aussprechen soll. Wo ist denn der hin? Oktopus. Na komm. Rucksack wechseln. Sehr gut. Wo ist denn der Kollege? Oder müssen wir mit Tucker reden? Beide hier. Geschlossen, nur geöffnet zwischen 10 und 23 Uhr. Na gut, warte ich halt nur ein paar Sekunden. Ja. Hey, Bram ist hier. Ist Ja. Bram hier? Bram ist im Augenblick sehr gut beschäftigt. Wer bist du? Ich brauche. Hallo, Kua. Hey, hast du vielleicht Pflanzenöl? Ich arbeite an einer Karte Oh. und. Was für ein Unsinn, Kind. Pflanzenöl ist hochwertiges Produkt für edle Kochrezepte. Nicht für dein Oh. Bastelobjekt. Kur, wir haben Oh. kein. Geh zurück an die Arbeit. Aber Onkel. Wow, du bist sein Onkel. Entschuldige, du bist Brams Onkel? Wie geht's dir? Oh. Gerade in Eile. Schon gut. Die Sache ist, wir haben kein Oh. Öl. Wir brauchen Sonnenblumenkerne für das Rezept. Heute Morgen habe ich ein Katzenkind gesehen, das Sonnenblumenkerne gegessen hat. Brr. Ah, das könnte uns so gewesen sein. Oh. Hey, tut mir leid. Pass auf, wenn du die Kerne auftreibst und mir dann Sonnenblumenkerne bringst, kann ich dir dafür das Rezept für das Öl geben. Ich weiß nicht. Was sagt man? Bitte. Okay. Sonnenblumenkerne akzeptieren. Haben wir wahrscheinlich nicht dabei. Müssen wir wirklich erst nachfragen gehen. So, dann brauchen wir noch Geld, jede Menge, um Schulden von fremden Leuten abzugleichen und um das Rezeptzeugs für den Kollegen zu holen. Wir haben kein Zeit zu verlieren. Aber Onzu, du hast doch bestimmt Sonnenblumenkerne. Tja, Übersetzungsfehler oder was ist los? Bring Tucker Sonnenblumenkerne. Aber ich bezweifle, dass ich Sonnenblumenkerne habe. Dann muss ich mit dir handeln. Sonnenblumenkerne. Ich habe kein Geld. Verkaufen, wie das geht, habe ich auch noch nicht herausgefunden. Kann ich dir irgendwas verkaufen? Freundschaftspreis? Vielleicht. Verdammt, wir brauchen Geld. Wo kriegen wir Geld her? Ja. Gehen wir zu Edegarn. Ich möchte mein Geld abheben. Mein 50 Geld, was ich dir gegeben habe. Möchte mein Konto auflösen. Kleines, du hast mich um Tinte gebeten. Ich brauche es jetzt zurück. Hey, du hast vergessen, bitte zu sagen. Nein, denn du schuldest mir Tinte. Und wenn man seine Schuld einfordert, braucht man nicht bitte zu sagen. Du hast gesagt, dass man immer höflich sein soll. Egal, worum es geht.
Das gilt nur für Erwachsene. Oder wenn man jemand um einen Gefallen bittet. Ich habe dir einen Gefallen getan und es ist an der Zeit, dass du dich erkenntlich zeigst. Los jetzt! Also wirklich. Zeige dich bei Illegan erkenntlich, indem du ihm das Nippenfass bringst. Haben wir das nicht mit dabei? Denn im Alter habe ich meinem Vater in der Bank geholfen. Ein bisschen Arbeit bringt dich schon nicht um. Haben wir das Nippenfass nicht dabei? Okay, dann müssen wir wohl erstmal das Tintenfass holen und dazu müssen wir erstmal das Öl von Sonnenblumenöl finden. Wir haben noch Tinte. Ein Tintenfisch brauchen wir dafür. Müssen wir einen Tintenfisch fangen. Nee. Was haben wir genug mit dabei? Ich nehme hier noch ein bisschen was mit. Ich habe wahrscheinlich kein Gas mehr oder so. Gut. Tja. Stecken wir jetzt hier fest. Ohne Geld. Wieso haben wir so wenig Geld? Und wieso kriegen wir kein Geld? Das wäre doch zum Beispiel cool, wenn man für jede erledigte Quest ein bisschen Geld kriegen würde. Das wäre doch eine Sache. Könnte man sich die Sache mal leisten hier. Für die nächste Quest. Tja, beeil dich bitte. Womit? Okay, Schuld zu begleichen. Ja, das haben wir jetzt vermasselt. Wir haben noch 11. Das Gesicht, das können wir jetzt auch nicht machen. Das können wir nicht machen, das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Das können wir auch nicht machen, weil wir kein Tinte haben. Spreche mit den Nabobon für den nächsten Auftrag. Wir können so gut wie gar nichts machen. Pilzsuppe müssen wir zubereiten. Wir sind gleich wieder auf die Insel. Und da mal die Pilzsuppe zubereiten. Vielleicht geht es dann vielleicht ein bisschen voran. Ja, jetzt sind hier gerade einige Quests auf Stillstand. Haben wir irgendwie viel falsch gemacht. Ja gut. Das hätte besser laufen können. Das ist jetzt hier ein bisschen dumm gelaufen. So, wo ist denn Napopo? Wo steckt denn die? Können wir ja gerade auf der Karte gucken. Wer hat die Geld für mich? Napopo ist auf der Karte nicht verzeichnet. Und die muss hier sein. Da oben beim Schrein hängen die rum. Können wir auch unseren Tank mal wieder auffüllen, der schon zur Hälfte an ist. So, Napopo, würdest du gerne mehr Farben haben? Okay, lass uns mal zum Markt gehen und dort nachfragen. Oder vielleicht können wir auch Nuhu fragen. Lass mich nachdenken. Besorge mehr Farben für Napopo. Frag auf dem Markt oder in Nohos Laden nach. Müssen wir da was kaufen? Ich habe kein Geld. Das Spiel gibt mir kein Geld. Nohos Laden, vielleicht Nohos Laden. Ja, versuchen wir es mal dort. Vielleicht kriegen wir es dort preisgünstig. Ach je. Jetzt hängen wir hier bei allen Quests fest. Kann ich bei dir arbeiten kommen oder so? Hey, warum arbeitest du für Avan? Oh, du tratscht wohl gerne. Tut mir leid. War nur ein Witz, mein Kind. Ich versuche Geld zu sparen, um mir ein Piratenschiff zu kaufen. Ich werde eine hervorragende Kapitänin sein. Und durch das ganze Meer, durch ganz Mara segeln. Das klingt großartig. Da du schon mal hier bist, könntest du mir auch zur Hand gehen. Wie denn? Das andere Katzenkind hat etwas, das ich haben will. Ich habe es gesehen. Eine Piratenohrenklappe. Warum willst du denn eine Ohrenklappe haben? Alle Piraten haben eine Ohrenklappe. Ist gut, ich frage ihn. Und so nach Ohrenklappe fragen. Aber nur, wenn ich dafür Geld kriege. Ich hoffe, die bezahlt mich dafür. Ich brauche Geld. Eine Menge. Um dir einiges zu kaufen. So, Piratenklappe. Und sie kannst du mir etwas geben?
Onzi? Na gut, Onzo, was willst du? Hast du eine Piratenaugenklappe? Ich habe eine Augenklappe, aber das ist keine Augenklappe für Piraten. Sie gehört zu einer meiner Vorfahren. Hat ein gelähmtes Auge. Bist du sicher, dass es keine Piratenaugenklappe ist? Ja, das bin ich. Und du weißt auch nichts über einen Piraten mit einer Augenklappe? Stimmt's? In meinem Tagebuch kommt das öfteren der Name Grand Lump vor. Sein ärgster Naht war Eretti, ein Credo, eine berühmte Wettseglerin. Grand Lump trug eine Augenklappe. Das ist gut genug für mich. Augenklappe. Okay, bringt Onzos Falschpiratenaugenklappe zu Mario. Okay, dann können wir hier zumindest ein paar Quests weiter erledigen. Haben wir doch einiges zu tun. So, hier sprechen. Ich habe hier deine Augenpiratenaugenklappe. Sie gehört zu Grand Lum. Was wirklich? Das ist unglaublich. Wie ist die Uso und so denn? Ich kann nicht ohne ihn reden. Wie ist sie uns so denn in die Hände gefallen? Eretti hat sie ihnen gegeben. Eretti? Die berühmte Wettseglerin? Eine unglaubliche Geschichte. Ja, wirklich unglaublich. Das hier ist zwar nicht so wertvoll, aber ich hoffe, es ist genug, um nichts zu reservieren. Ah. Kirsche, das ist sehr gut. Das können wir brauchen. Anpflanzen. Sonnenblumenkerne wären hilfreicher, aber gut. Sonnenblumenkerne haben wir nicht zufällig mit dabei. Ja gut. Die Sonnenblumen haben wir abgegeben. Wir haben wirklich keine Sonnenblumenkerne mehr. Okay, bringt Taka Sonnenblumen. Puh. Kauft die nötigen Zutaten für Brams neues Gericht. Bringt Kalebs Geld zu Erdogan, um seine Schuld zu begleichen. Können wir nicht machen. Zeige dich bei Erdogan, erkennt ihn, den Moment in Uferspringst. Spreche mit Mario für den nächsten Auftrag. Farbe für Napopon, finde den Postgraben. Pilzsuppe. Vielleicht müssen wir mal zur Insel und Post und Pilzsuppe suchen. Cool, du bist gerade sehr beschäftigt. Nicht wirklich. Könntest du ein paar Fische für mich fangen? Lässt du Avan wissen, dass ich sie gefangen habe? Natürlich. Wann habe ich dich jemals angelogen? Immer. Bitte, bitte. Was für einen Fisch brauchst du? Rotflossenfels und Zander. Fels und Zander. Beide leben in See in Süßwasser. Avan ist davon besessen, neue Gerichte zu kreieren. Er arbeitet fieberhaft daran, authentische Credo-Aromen zu meistern. Ist in Ordnung. Zander und Wels. Müssen wir ein bisschen angeln gehen. Ja gut, ansonsten sieht es ja mit den Quests wieder langsam ziemlich schlecht aus. Hast du nur eine Quest für mich? Ich habe keine Zeit zu verlieren. Tja. Na dann, würde ich vielleicht mal erstmal zur Insel zurückschippern. Oder wir schauen erstmal in den Laden vorbei. Vielleicht gibt es da was. Umsonst. Verschwinde, Kua. Mit jeder Sekunde, die du hier rumstehst, verliere ich Geld. Stifte. Ich habe auch kein Geld. Na gut. Dann segeln wir erstmal zurück zur Insel. Pilz müssen wir machen. Dann schauen wir, was wir noch für Rezepte haben, die wir hier regeln können. Erstmal zurück auf die Insel, nachdem wir ja eine Stunde lang umgehangen haben. Auf Quedis. Ja, das könnte schon gut eine Stunde sein. Ist, glaube ich, gleich eine Stunde rum. Oder eine halbe Stunde. Keine Ahnung. Ich habe die Zeit hier nicht mehr im Blick. Habe hier gerade so ein bisschen argwöhnisch auf mein Handy geguckt. Ich weiß nicht mal, wann ich angefangen habe. Deshalb.
Ja. So, einmal aussteigen, bitte. So, jetzt müssen wir Pilz. Und vielleicht kriegen wir hier doch noch ein paar Sonnenblumenkerne. Nein, nur Kürbiskerne. Die wir mal, by the way, mal gießen müssen. Und schon wachsen sie. So ein Blumen müssen wir wohl erstmal kaufen. Tja, haben wir hier irgendwas zum Einsehen? Zumindest das hat sich mal geändert. Sonnenblumenkerne. Wir brauchen Geld. Wo kriegen wir Geld? Ja, wir haben Geld. Das ist wirklich verzwickt. Verzwickte Lage. Lass mal hier ein paar Orangensäfte herstellen. Wenn ich wüsste, wie man was verkaufen könnte, dann können wir unser Inventar verkaufen. Und mal ein paar Sachen, die wir hier hergestellt haben. Verkaufen. Pilzsuppe. Da brauchen wir Pilz. Ein brauner Pilz. Kriegen wir vielleicht auch noch hier auf der Insel her. Wenn wir das machen könnten, wenn wir irgendwie unseren Brombeersaft oder unseren Orangensaft verkaufen könnten, das wäre großartig, dann wäre das hier. Könnten wir Geld auftreiben, aber so weiß ich momentan nicht wie. Die Damen am Markt, die wollen wir nur Sachen verkaufen. Ich brauche Sonnenblumenöl für die. Für die Karte. Das ist das Knifflige. Die Kuh ist gleich fertig von ganzen Arbeiten hier. Die kippt gleich wieder in sich zusammen. So. Nicht zusammenbrechen. Wir brauchen noch Pilze. Pilze. Wo kriegen wir Pilze her? Irgendwo auf der Insel gibt es die doch auch, die Pilze. Und wo waren hier doch Pilze zu finden? Orange nicht interessiert. Ich brauche noch einen Pilz. Wenn wir irgendwo noch einen Sonnenblumenkern finden würden, das wäre prickelnd. Ein paar Sonnenblumenkerne. Kratze ich mir vom Brötchen ab. Ich habe noch Sonnenblumenkernbrötchen drüben in der Küche liegen. Kratze ich mir ab und transferiere das ins Spiel rein. Joa. Pilze sehe ich hier gerade keine. Können wir das ernten? Wir können ernten. Sehr gut. Kürbis. Ja, das hilft mir gerade nicht weiter. Ich brauche Sonnenblumenkerne. Schlafen. Vielleicht wächst hier doch irgendwo noch ein Pilz. Tja. Äpfel. Man kann doch bestimmt auch irgendwo sein Inventar verkaufen. Irgendwie muss das doch gehen. Weil irgendwie müssen wir jetzt zu Geld kommen. Das ist ja irgendwie. Ist ja nur logisch. Können wir ja die Quests, die wir gerade haben, nicht lösen. Pilz. Okay, irgendwo muss noch ein Pilz sein. Können wir die Pilzsuppe machen. Wer einen Pilz sieht, der schreit. Joa. Momentan kein Pilz in Sicht weiter. Vielleicht oben auf dem Berg. Auf dem Weg nach oben. Und dann Quelis. Oder ja, Quelis war das, glaube ich. Quelis war so eher der Ort. Opfergabe von mir aus. Habe ich nicht genug oder was? Ja gut, selbst dafür reicht's nicht. Ach was. Dann vielleicht zurück nach Quelis und dort mal Pilze sammeln.
Die Äpfel, Pilze. Haben wir wirklich nicht genug im Inventar? Pilz. Ich glaube, Quiles war der Ort, wo es Pilze gab. Kirschen wollte ich noch einpflanzen. Genau das war das, was ich machen wollte. Da ich doch jetzt drei. Nicht essen, pflanzen. Kirschen. Mach mir einen schönen Kirschbaum. Das ist gut. Die mag ich am liebsten. Wachset und gedeiht. Hier noch ein Kirschbaum. Und dann deck ich noch einen direkt vor der Butze. So muss das sein. Verschiedene Früchte. Auf der ganzen Insel verteilt. Da haben wir ja irgendwann ein buntes Sortiment an Früchten. Wo wir auf verschiedenen anderen Inseln noch waren. Hier der Apfelbaum. Ist noch Äpfel. Ein Apfelbaum direkt neben dem Haus. Ist auch großartig. Ist gleich hier noch ein Kirschbaum. Den stelle ich hier hin. Kirsche. Anpflanzen. Sehr gut. Hindernis im Weg. So hier. Zack. Neben dem Busch. Sehr gut. Na dann. Hier rein. Pilze kann ich noch nicht machen, da brauche ich noch Pilz für. Brombeeren. Und Orangensaft. Nachmittagstee, da brauche ich noch Zucker und Milch für. Muss man vielleicht irgendwann mal kaufen. Tja, wie sieht es mit den Quests aus? Quests. Bringe Taka Sonnenblumenkerne. Sonnenblumenkerne haben wir keine. Und haben wir da welche von dem Inventar? Steht ein Häkchen. Nötige Zutaten, da brauchen wir Zwiebeln für. Das Geld haben wir ausgegeben. Tinte kriegen wir vielleicht zurück, wenn wir bei der Dame sind. Gut, Mayo, müssen wir angeln gehen. Pilzsuppe, Postkrabben und die Filzstifte. Ihr kriegt das doch schon mit den zwei Stiften. Wozu brauchst du neue Farben? Du kannst doch schon alles Mögliche mit zwei Stiften malen. Mit Grün und Rot kannst du schon alles Mögliche zusammenbasteln. Gut, na dann mache ich wahrscheinlich erstmal eine Aufnahmepause. Da können wir jetzt noch schnell was machen. Will zum Sonnenblumen, das wollte ich mal im Inventar nachgucken, ob ich da irgendwas. Ich habe Sonnenblumen. Sehr gut, dann können wir das mit der Sonnenblume in der nächsten Aufnahme mal lösen. Ja, klingt doch nach einem Plan. Mal gerade eben schlafen gehen und dann können wir am nächsten Tag hier mit der Sonnenblume weitermachen. Die Sonnenblumen-Quest hier mal erstmal machen und haben wir die Haupt-Challenge gelöst. Können wir mit der Hauptquest weitermachen. Das ist doch gut, oder? Klingt nach einem Plan. Danke, dass es euch gefallen haben, dass ihr da neu seid und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, im nächsten Part wieder. Ciao, ciao.